Hallo, besitzt du einen neueren Wagen mit schlüssellosem Zugang? Du näherst dich also deinem Auto, es öffnet automatisch und du startest es per Knopfdruck? Das ist cool. Aber im Moment wird vom ADAC und von heise.de jeweils vor einer Methode gewarnt, die es Dieben schnell und problemlos ermöglicht, dein Auto zu klauen. Kurz eine Bitte, sei so nett und abonniere diesen Kanal, das würde mich sehr freuen. Zurück zum Thema. Eine kurze Begriffserklärung macht hier, glaube ich, Sinn. Keyless Go ist eine Wortmarke der Daimler AG. Die anderen Hersteller haben für diese Systeme andere Namen, zum Beispiel Smart Key, Keyless Drive, Keyless Power, Keyless Access, Keyless Start und viele andere. In der Videobeschreibung habe ich den Wikipedia-Artikel verlinkt. Dort findest du eine Auflistung und eine genaue Begriffserklärung. In diesem Video werde ich die Namen als Synonyme füreinander verwenden, auch wenn vermutlich technische Details Unterschiede ausmachen. Wie kann dein Keyless Car geklaut werden? Methode 1. Die erste Methode ist sehr simpel, aber trotzdem effektiv. Die Diebe haben einen relativ einfachen Funkstreckenverstärker dabei. Ein Dieb hält sich in deiner Nähe auf, zum Beispiel in einem Restaurant, beim Einkauf oder nahe an deinem Haus bzw. deiner Wohnung. Er aktiviert den Sender. Dieser nimmt das Funksignal deines Schlüssels auf und sendet es an den Empfänger, der an deinem Auto in den Händen eines Komplizen darauf wartet, das Auto zu öffnen. Das Funksignal kann auf diese Weise mehrere hundert Meter verlängert werden. Sobald das passiert ist, steigt der Komplize ein, startet das Auto. So einfach ist diese Methode. In der Videobeschreibung habe ich den Link zu dem ADAC-Artikel eingefügt, falls du ausführlichere Infos wünschst. Außerdem einen Link zu Hüllen und Boxen, die deinen Schlüssel abschirmen und es so verhindern, dass jemand das Funksignal auffangen kann. Diese Hilfsmittel sind hilfreich und ratsam, aber trotzdem solltest du den Schlüssel zu Hause nicht in der Nähe der Außenwände aufbewahren, sondern besser im Inneren des Hauses. In Verbindung mit so einer Hülle oder einer Aufbewahrungsbox bist du dann zu Hause sicher vor dieser Methode. Unterwegs solltest du darauf achten, dass die Hülle gut sitzt und komplett abschirmt. Der ADAC weist darauf hin, dass bei einem Wiederauffinden des Autos tatsächlich noch Ärger wegen Versicherungsbetruges ins Haus stehen könnte, da am Auto keinerlei Schaden oder Eingriff sichtbar oder auslesbar ist. So ist es wahrscheinlich, dass deine Versicherung davon ausgeht, dass das Fahrzeug nicht gestohlen wurde, sondern dass es sich um Betrug handelt. Übrigens, es gibt auch einige Hersteller, die auf Bewegungsmelder im Schlüssel setzen. Wenn dieser nach zum Beispiel 5 Minuten nicht mehr bewegt wurde, sendet er keine Signale mehr. Das ist natürlich nur sinnvoll, wenn der Schlüssel abgelegt wird, zum Beispiel zu Hause. Sicherer ist die Ultra-Wideband-Technik, UWB. Diese digitale Funktechnik misst exakt die Funkwellen und kann so den Abstand zum Auto messen. Ist das Auto zu weit weg, wird kein Signal zum Öffnen gesendet. Funkverstärker sind also nutzlos. Leider verwenden noch zu wenig Hersteller diese Technik. In der Videobeschreibung findest du eine kleine Aufstellung. Sicherer ist aber, wenn du in der Betriebsanweisung deines Autos nachschaust oder deinen Händler bzw. Hersteller fragst. Methode 2. Der Kern-Injection-Angriff. Diese Methode klingt sehr viel komplizierter, ist es auch, aber nur in der Vorbereitung für die Diebe. Der Londoner Cybersicherheitsforscher Ian Tabor hat herausgefunden, dass es Geräte gibt, die gefälschte Nachrichten in das Datenbusnetzwerk des Autos senden können und damit Befehle wie zum Beispiel Öffnen geben können. Der Zugang zum Datenbusnetzwerk muss über eine Komponente des Autos erfolgen, die an diesem Datenbus angeschlossen ist, zum Beispiel der Scheinwerfer. Innerhalb weniger Minuten öffnen die Diebe den Scheinwerfer und verschaffen sich Zugang zu dem Datenbus. Nun können sie ihre Befehle senden und das Auto öffnen und damit wegfahren. Die Geräte, die Diebe verwenden, sind relativ aufwendig und teuer. Im Darknet sind sie für ca. 5000 Euro als Notstartsysteme für verschiedene Fahrzeuge zu finden. Wenn man aber bedenkt, was ein Dieb damit anrichten kann, ist das eine lohnende Investition für ihn. Die Geräte sind in die Gehäuse von kleinen Bluetooth-Lautsprechern verbaut, damit der Dieb bei einer Kontrolle keine verdächtigen Geräte bei sich hat, sondern nur einen simplen Bluetooth-Lautsprecher. Wenn du mehr Details zu dieser Methode wünschst, ich habe den Heise-Artikel in der Videobeschreibung verlinkt. Er ist sehr zu empfehlen.
Bei dieser Methode musst du darauf achten, dass dein Hersteller ein Software-Update oder andere Schutzmaßnahmen ergreift, um diese Sicherheitslücke zu schließen. Auch hier solltest du dich bei deinem Händler oder Hersteller erkundigen, ob dies bereits geschehen ist oder ob und wann es soweit sein wird. Übrigens, je mehr Kunden nachfragen, umso dringlicher wird das Thema bei den Herstellern angegangen. Das war's auch schon. Bitte empfehle das Video weiter. Ich wünsche dir auf jeden Fall allzeit gute Fahrt. Bis bald. Ciao, ciao.